Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt, willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Heute möchte ich euch das neue Album Wilde Zeiten von Anita und Alexandra Hoffmann vorstellen. Das Ganze gibt es natürlich in der Limited Fanbox zum Unboxing für euch von mir, wie gewohnt. Ja, meine lieben Freunde, das neue Album Wilde Zeiten von Anita und Alexandra Hoffmann ist heute am Freitag, den 24. Juli erschienen. Ich habe für die Fanbox 38 Euro bezahlt. Den Link zum Album, zum MP3-Download und natürlich auch zur Fanbox gibt es für euch hier unten in der Videobeschreibung. Gut, so viel dazu. Wir starten direkt mit dem Unboxing. Heute wieder mal ein Schlager-Unboxing für euch. Ihr könnt mir an dieser Stelle gern natürlich euren Lieblingssong von den beiden jungen Frauen unten in die Kommentare schreiben. Und seid ihr generell großer Schlager-Fan, also ihr hört jetzt vielleicht nicht nur die beiden, sondern auch anderen Schlager, dann lasst mir einfach mal ein Herz unten in den Kommentaren da. Gut, wir starten als erstes. Entferne ich natürlich erst einmal die Folie und dann schauen wir uns das Boxdesign an. So, die Folie ist ab. Als erstes, wie gesagt, schauen wir uns erst einmal das Boxdesign an. Wir haben eine große, flache Box. Auf der Vorderseite der Box lesen wir als erstes Anita und Alexandra Hoffmann. Dann sehen wir auch die beiden jungen Frauen. Ich kann euch leider nicht sagen, wer Anita und wer Alexandra ist. Dann lesen wir Wilde Zeiten, den Albumtitel, und darunter lesen wir Limited Fanbox. Gut, auf der Unterseite der Box lesen wir Wilde Zeiten. Auf der rechten Seite der Box lesen wir jetzt nochmal die Namen der beiden jungen Frauen. Auf der Oberseite Wilde Zeiten und links nochmal die Namen. Auf der Rückseite der Box Anita und Alexandra Hoffmann, Wilde Zeiten, sind die Inhalte aufgelistet. Und zwar in dieser Box befindet sich einmal das Album Wilde Zeiten, dann eine Bonus-CD Glücksmomente, dann eine exklusive Promo-Single Wilde Zeiten. Dann ein Poster A2, Hoffmann Comic, Chaos at Home, handsignierte Autogrammkarte. Dann geht's weiter, Holiday at Home Paket, eine Sonnenbrille, eine Sonnenkette, Sonnenkinder, dann ein Smiley Wasserball und ein handbemalter Sonnenstein ist ja auch noch enthalten. Außerdem gibt es ein Glückslos Gewinnspiel, Wildstyle Glückslos Nummer. Mit deiner Glückslosnummer nimmst du automatisch an verschiedenen Verlosungen auf unseren Social-Media-Kanälen teil. Facebook, Instagram, YouTube. Die Verlosung läuft bis Ende 2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Okay, und haben wir noch die Internetadresse, Facebook und einen Barcode. Okay, also wirklich jede Menge in der Box drin. Die andere Box, die ich euch vorgestellt hatte, die verlinke ich euch mal hier oben auf dem Infopunkt. Da war ja letztens schon jede Menge drin. Ich glaube, so übelst viele Autogrammkarten. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, die Box war schon auch prall gefüllt und die scheint ja auch gut gefüllt zu sein. Gut, schauen wir mal rein. Und da haben wir jetzt schon mal die ganzen Inhalte. Als erstes schauen wir uns aber natürlich erst einmal das Wichtigste an, nämlich das neue Album. Das Ganze werde ich erst einmal auspacken. So sieht das Cover aus. Das neue Album lesen wir an der Seite. Wilde Zeiten, Anita und Alexandra Hoffmann. Okay, wir haben auf dem Album insgesamt 13 Songs drauf. Ich habe mir bisher noch keinen Song angehört. Ich werde mir dann das Album auf jeden Fall mal anhören. Ihr könnt mir, wie gesagt, an dieser Stelle gerne einfach mal euren Lieblingssong unten in die Kommentare schreiben, sozusagen als Tipp für mich, welchen Song ich mir unbedingt mal anhören soll. Gut, schauen wir mal rein. Und als erstes kommt uns die CD entgegen, Wilde Zeiten. Dann lesen wir das gleiche hinten nochmal. Okay. Dann schauen wir als nächstes natürlich in das Booklet rein. Und wir haben die Songtexte zu den Songs und natürlich noch ein paar Bilder. Sehr schön. Das Ganze sehr hochwertig gemacht. Man merkt das am Papier. Also wirklich schön stabil. Wie gesagt, Fotos sind dabei und die Songs mit den Songtexten dazu. Gehört auf jeden Fall in den Booklet rein.
Und jetzt noch ein bisschen was geschrieben. Liebe Fans und Freunde, ich hoffe, ihr könnt das irgendwie relativ gut lesen. Ihr könnt euch an dieser Stelle gern anhalten und einfach versuchen durchzulesen. Also hier gibt es noch so ein bisschen was für die Fans und Freunde. Dann geht es hier weiter mit den nächsten Songs und noch ein paar Bilder. Okay, also sehr schön gestaltet, sehr gut gemacht. Okay, das war das Booklet. Und damit haben wir jetzt schon mal das Wichtigste abgearbeitet, in dem Fall das neue Album. Dann haben wir als nächstes Glücksmomente. Das war jetzt diese Bonus-CD. Das Ganze kommt im Pappschuber. Und hier haben wir jetzt insgesamt nochmal zwei Songs drauf, okay. So sieht die Glücksmomente Bonus-CD aus. Okay. Dann haben wir als nächstes, was nehmen wir denn als nächstes? Wir haben so viel Inhalte. Nehmen wir als nächstes erst einmal die Autogrammkarte, original unterschrieben. Rückseite ist mit ein bisschen Werbung bedruckt, okay, das ist vollkommen okay. Album und die Box. Ganzes, wie gesagt, handsigniert. Sehr schön, so gehört sich das. Und wie gesagt, in der Box, die ich euch oben auf dem Infopunkt verlinkt habe, das war, glaube ich, zum Jubiläum 30 Jahre oder so, Anita und Alexandra Hoffmann, da waren jede Menge Autogrammkarten drin. Das war echt krass. Deswegen, und hier ist jetzt auch wieder eine mit dabei. Okay, also eine Autogrammkarte. Dann haben wir als nächstes den Smiley Wasserball. Den werde ich jetzt hier natürlich nicht aufpusten, das würde sonst das Video sprengen, denn mein Lungenvolumen ist so gut wie überhaupt nicht mehr vorhanden. Also einmal ein Wasserball, sehr schön. Dann haben wir hier als nächstes Glückslos Nummer, kann man das sagen, die Nummer? Na gut, vielleicht könnt ihr damit eh nichts anfangen, vielleicht muss man das. Also Glückslos Nummer Sonnenkinder sehen. Ach, alles klar, Sonnenblumen sind das, also sind Sonnenblumensamen mit dabei, okay. Setze die Sonnenblumenkerne etwa 2 cm tief in die Erde, gieße die Pflanze regelmäßig, ja, bla bla bla. Also, wie man die Sonnenblume aufzieht, okay, Glückslos Nummer, okay, sehr schön. Also kann man sich ein paar Sonnenblumen ziehen. Dann haben wir als nächstes eine Sonnenbrille. Ich muss mal hier ein bisschen das Licht machen. Eine Sonnenbrille, okay. Ja, ist jetzt nichts Besonderes. Also nichts Hochwertiges, aber auf jeden Fall verspiegelte Gläser. Ja, sieht ganz cool aus auf jeden Fall. Also, eine Sonnenbrille natürlich auch passend für den Sommer. Dann haben wir als nächstes die Blumenkette. Werde ich mir jetzt gleich direkt umhängen? Ne, werde ich mir natürlich nie umhängen. Also, eine Blumenkette. Dann haben wir hier als nächstes den Glücksstein. Der ist ja extra nochmal eingepackt. War das dieser Glücksstein? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wie haben das die guten Damen benannt? Handbemalter Sonnenstein. Okay, man verzeih mir. Dann werde ich das Ganze hier mal vorsichtig auspacken. Also einen Sonnenstein. Be happy steht da drauf. Okay. Also was selbst kreiertes. Und ich glaube in der Box, die ich euch vorhin schon erwähnt, da war auch was selbst gemaltes drin. Ich glaube ein Bild oder so. Und hier ist jetzt halt ein bemalter Stein drin. Okay. Wahrscheinlich hatten die Frauen während der Corona-Zeit natürlich sehr viel Zeit und haben deswegen ein paar Steine bemalt. Was auf jeden Fall eine coole Sache ist, nämlich was Persönliches nochmal, wie so eine Autogrammkarte ist. Einfach nochmal ein bisschen was Persönlicheres. Also wenn es die guten Damen selbst bemalt haben. Aber auf jeden Fall ein, ja, bemalter Stein. Okay. Dann haben wir als nächstes, was ist das? Die neue Hitsingle aus dem gleichnamigen Album, Wilde Zeiten. Jetzt muss ich nochmal gucken, Freunde, ich merke mir das nie. Das war die, ach, die Promo-Single. Okay, also wir haben einmal die Promo-Single in ja, so einem riesengroßen Heft. Dazu steht noch ein bisschen was geschrieben. Und da haben wir in der Mitte die CD mit dem Song Wilde Zeiten in der Radioversion. Okay, das Ganze hätte man ein bisschen anders lösen können, bloß in so einem Einlegeblatt sozusagen, gefällt mir jetzt nicht ganz so, hätte man schon ein bisschen anders gestalten können. Aber gut, okay, also die CD zum ersten Song sozusagen. Und dann haben wir als nächstes das Comic und auch so ein Comic war schon bereits in der letzten Box drin.
Und da hatte mir jemand geschrieben, ich weiß nicht mehr, ja, es war schöne Grüße auf jeden Fall, gehen raus an dich. Der hatte mich gefragt, was mir an dem Comic nicht gefallen hat. Also es war auf jeden Fall nicht dieses, ja, also mir hat nur dieser Stil nicht gefallen. Also no disrespect an den Comiczeichner, ich könnte das nie hinkriegen so, aber mir hat einfach dieser Stil nie gefallen. Ich hätte mir das einfach ein bisschen anders vorgestellt. Deswegen, wie gesagt, soll kein Disrespect an den Zeichner sein. Ich hätte das, wie gesagt, nie im Leben so gut hinbekommen. Aber wie gesagt, anderes, ja, ich hätte es mir einfach ein bisschen anders vorgestellt. Gut, schauen wir hier einfach kurz nochmal rein. Was haben wir denn hier? Chaos Holiday at Home, okay. Ja, also wir sehen ein bisschen, was erzählt hier im Comic-Stil. Ja, okay. Also wie gesagt, mir gefällt das Ganze nicht. Ist eine reine Geschmackssache. Okay, gut. Das war jetzt der Comic. Eine coole Sache, aber wie gesagt, einfach ein bisschen anders gestalten. Und in den meisten, zumindest in diesen meisten Rap-Boxen, gibt es ab und zu auch schon Comics. Die waren eigentlich immer auch ganz gut. Aber okay. Also, der Comic. Und damit, liebe Freunde, sind wir schon wieder durch mit dem Unboxing. So, Freunde, jetzt habe ich gerade beim Schneiden gemerkt, dass ich das Poster vergessen habe. Das will ich euch natürlich auch nochmal ganz kurz zeigen. Und zwar haben wir ein einseitig bedrucktes Poster. Und auf dem Poster sehen wir das Albumcover Anita Alexandra Hoffmann. Dann sehen wir hier natürlich die beiden jungen Frauen. Und wir lesen jetzt hier nochmal den Albumtitel Wilde Zeiten. Okay, das war das Poster und damit sind wir jetzt wirklich durch. Und damit, liebe Freunde, sind wir schon wieder durch mit dem Unboxing. Ich werde euch natürlich ganz kurz trotzdem nochmal alles in die Übersicht legen, was ihr in der Box zum Album Wilde Zeiten bekommt. Also, ihr bekommt einmal den Comic, dann die Promo-CD zu Wilde Zeiten, eine Sonnenbrille, dann den bemalten Stein. Also Sonnenstein, dann die Sonnenblumensamen mit der dazu folgenden Losnummer, dann eine Autogrammkarte, die Glücksmomente Bonus-CD, natürlich das Album mit insgesamt 13 Songs, die Sonnenkette und den Wasserball. Das Ganze in dieser großen flachen Box, sehr schön auf jeden Fall, jede Menge Inhalte, vor allen Dingen kreativ, bisschen abwechslungsreich, kann man eigentlich nichts sagen. Natürlich müsst ihr als Fans entscheiden, ob ihr 38 Euro ausgeben wollt oder nicht. Es reicht natürlich auch nur, wenn ihr euch das Album gönnt, könnt ihr genauso gut damit die beiden ja, Sängerinnen unterstützen. Wie gesagt, liegt an euch. Ansonsten wirklich eine sehr coole Box, gefällt mir eigentlich, kann man wirklich nicht meckern. Gut, das war's soweit, liebe Freunde. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Schöne Grüße gehen natürlich raus an Anita und Alexandra Hoffmann. Viel Erfolg mit eurem neuen Album und ich hoffe natürlich, liebe Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.